Let's go. Er hat sich vorher vorbereitet hier. Lewandowski. Hey Leute, ich bin heute im Trainingslager von Werder Bremen und habe einen ganz besonderen Gast, und zwar Jojo Eggestein. Wir machen mal so eine kleine Fußball-Challenge. Und da müssen wir gleich was sagen, und zwar, die erste Runde gab es auf dem YouTube-Kanal von Werder Bremen. Ich sag bewusst nicht, wer gewonnen hat, aber jetzt gibt es auf jeden Fall die Revanche. Bevor wir aber hier mit der Challenge beginnen, habe ich dir was mitgebracht, und zwar das hier. Ich habe nämlich gehört, als Kind hast du früher im Oliver Kahn-Trikot ab und zu gespielt. Kannst du mal erklären, wieso das denn der Fall war? Bei meinem Bruder und mir war es halt immer so, dass wir im Garten Fußball gespielt haben oder auf dem Bolzplatz und einer von uns beiden immer im Tor war. Meistens war es Maxi. Ja, dann brauchten wir halt nicht nur vom Spieler ein Trikot, sondern halt auch vom Torwart. Und damals war halt Oliver Kahn ja, so der deutsche Torwart, das Aushängeschild für die deutschen Torhüter. Und dementsprechend haben wir dann damals, ich meine, es war zu einem Geburtstag, ein Trikot von ihm geschenkt bekommen. Aber ich habe gelesen, dass ihr die Ärmel abgeschnitten habt. Wieso das denn? Das war halt so, ja, wir hatten halt ein Langarmtrikot und es war Sommer. Und dann haben wir uns halt gedacht, ja, okay, das ist ein bisschen warm. Wir wollen jetzt hier mit Kurzarm spielen, und dann haben wir es abgeschnitten. Und haben auch ein bisschen Ärger bekommen von unseren Eltern, weil es natürlich nicht ganz so billig war. Ganz kurz erklärt, der Felix hinter der Kamera, der wird uns Begriffe, Kategorien reinwerfen, und wir versuchen dann, so viele Begriffe wie möglich rauszuhauen. Der Erste, der drei Fehler hat, der ist raus, und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Also, let's go! Die erste Challenge. Die Top-Liste aller aus der vergangenen Saison Laufdistanz. Das heißt, die Dauerläufer der Liga 2018-2019. Maxi. Mist. Das ist ja sogar der mit der größten Laufdistanz, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, meine ich auch. Joshua Kimmich war noch extrem viel. Baby Klaassen. Ja, Augustinsson. Drei Fehler darf man ja machen, ne? Genau, drei Fehler. Richtig, okay. Dann können wir dann noch nehmen. Alaba. Ja, war auf jeden Fall. Nein? Nein? Ich hätte nämlich jetzt auch Alaba als nächstes gesagt. Dann erstes X. Thiago würde ich jetzt noch sagen, wenn man bei Bayern ist. Thiago hat das Spiel im Mittelfeld unglaublich bestimmt. Also der ist super viel auf dem Platz unterwegs gewesen. Also muss er ja auch in dieser Absolut, Liste sein, oder? Absolut, bestimmt super viel unterwegs, aber ist leider nicht dabei. Was? Ach komm, ey. Okay. Ja, Paulsen, aber der wird nicht vorne dabei sein. Ich denke mal, so einer aus dem Mittelfeld. Vielleicht Kampel? Wahrscheinlich auch nicht. Auch nicht. Timo Werner auf rechts und auf links außen immer nee, mal wieder. Der war am Ende gar nicht mehr dabei. Nein, war der, gar nicht. Das, hat nicht das viel kann doch nicht sein, okay. Aber Delaney oder Witzel oder sowas? Einer von beiden, den nimmst du? Dann entscheide dich. Entscheide dich, komm. Ja, ich nehme einfach mal Delaney. Witzel? Ich glaube, Witzel wäre es gewesen, ja. Scheiße, ey, das gibt's doch gar nicht. Puh. Krass. Auf jeden Fall, ich habe ja viele Fragen aus der Community bekommen in deine Richtung. Und oft kam auch die Frage, naja, ist Maxi für dich ein ganz normaler Kollege jetzt hier auch in der Mannschaft? Oder ist es dann doch was ganz Besonderes, mit seinem Bruder zusammenzuspielen? Ja, es ist schon was Besonderes. Also das ist es schon, allein weil du halt immer eine vertraute Person in deinem Umfeld hast. Und auch wir sind ja auch oft auf dem Zimmer oder eigentlich immer, wenn es geht. Und da ist es schon schön, den Bruder dabei zu haben. Auch das einfach das Ganze zusammen erleben zu dürfen, ist, glaube ich, extrem schön. Und auch fühlen wir es ein bisschen privilegiert. Aber auf dem Platz ist er dann schon nur ein Kollege irgendwie. Jetzt seid ihr beide schon länger bei Werder. Ist es vielleicht sogar so ein Ziel, zu sagen, wir wollen eine ganze Ära hier prägen, so wie das andere schon gemacht haben? Weil du hast ja jetzt auch schon den Vertrag verlängert, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ne? Ja, aber es ist eine gute Frage. Und ich finde, so eine Frage habe ich bis jetzt noch nicht so oft gestellt bekommen. Aber wir sind 21 und mein Bruder ist 22, wird dieses Jahr 23. Und da schon von einer Ära zu sprechen, ist richtig schwer. Also natürlich kann es interessant für uns sein. Wir sind hier in Bremen auch mit aufgewachsen, erst in Hannover, dann in Bremen. Natürlich hier auch über einen längeren Zeitraum zu spielen. Wir fühlen uns hier wohl und haben ja auch gerade unsere Verträge verlängert. Das heißt ja, wir fühlen uns aktuell auch wohl. Aber ganz ehrlich, im Fußball weiß man halt nie, was sich ergibt. Und ja, es sind Faktoren wie dann manchmal auch der Trainer oder auch dann das Umfeld, was vielleicht wechselt, die Mannschaft. Auch wie es vielleicht läuft, ja, sind halt immer wichtige Fragen, die man sich stellen muss, und das kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Und deswegen kann ich jetzt hier keine Garantie aussprechen, dass ich hier eine Ära mit meinem Bruder bringen möchte, zumal ich mich ja auch erstmal noch über Jahre in diesem
ja, Fußballbusiness beweisen muss. Aber es zeigt natürlich auch, wie heiß die Fans darauf sind, dass wirklich langfristig die Eggestein-Brüder dann hier bei Werder bleiben, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das freut uns auch zu hören, dass die Fans sich sowas auch erträumen und auch wünschen. Das ist ja auch ein bisschen Feedback an dich, dass du vielleicht gemocht wirst, dass du dich halt auch wohlfühlen darfst. Das ist eine Bestätigung. Ja, und ich glaube, das freut uns beide. Okay, dann würde ich sagen, Teil 2 der Challenge. Puh, wunderbar, also passend dazu, so, zum Thema Ära. Die ältesten eingesetzten Spieler der Bundesliga 2018-2019. So, da habe ich jetzt das Glück, dass ich anfangen kann, oder? So, ja, Claudio Pizarro. Ja, Claudio Pizarro, ja. Das war jetzt halt auch wieder. Drobny. Wurde eingesetzt? Ja, der wurde bei Düsseldorf eingesetzt. Ich würde Daniel Bayer sagen. Jetzt ist es natürlich so, also das ist natürlich so, das sind echt wahrscheinlich jetzt red so... Jetzt red nicht so die ganze so Zeit drumherum. Das sind so Gradmesser, wahrscheinlich so minimale Gulaschi von Leipzig. Aber ist noch nicht der so alt, der ist noch nicht keine 30. Nee, das war die Frisur. Bisschen wie bei Davy. Okay, den hätte ich jetzt... Einer falsch, ne? Einer falsch. So. Gar nicht mal so leicht. Es ist wirklich verdammt schwer. Ian Robben. Okay, dann sage ich hier nochmal Ribéry. Ah, okay. Ja! Jetzt wird's schwierig. X, erstes X bei mir, keine Ahnung. Niklas Moisander. Ist nicht dabei. Nein, der ist zu jung. Nee, der ist 34, richtig? Oder 33? 33. Okay. Ja, aber das, ja, da siehst du halt schon, in welche Richtung das geht. Sagen, ne? Also die Zuschauer jetzt bestimmt auch gerade, ja, der und der, ja, und der. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, uns fällt beiden keiner mehr ein. Ja, machen wir einen Unentschieden nein, raus? Nein, ja, okay. Machen wir einen Unentschieden raus, okay. Machen wir einen Unentschieden raus, so, ja. Dann letzte finale Runde. Ja. Komm, doppelte Punktzahl. 1-0 okay. Für mich, Sieger, 2 Punkte, oder? Ja. Wollt ihr euch kurz ärgern? Ja. Mario Gomez? Ah! Ach Gott. Okay. Naja, aber wenn wir schon bei Allstars sind. Ja. Claudio Pizarro ist bei euch im Kader. Wie ist es mit ihm tagtäglich zusammenzuarbeiten? Ja, es ist vor allem interessant, weil man einfach guckt, was er macht und erstmal natürlich viel von ihm lernen kann, aber es auch einfach interessant ist, er hat so viele Jahre in diesem Fußballbusiness erlebt, so viel Erfahrung gesammelt und dann zu schauen einfach, wie er sich verhält, auch neben dem Platz, was er macht, was er nach dem Training so macht, ist einfach brutal interessant. Und außerdem, ja, kannst du dir auch immer wieder was Feedback von ihm holen. Du kannst auf ihn jederzeit zugehen. Also ist ein total offener Mensch und total sympathisch. Hast du persönlich so ein großes Erlebnis mit Claudio, bei dem du sagst, wow, das hat mich wirklich weitergebracht? Ja, mein erstes Bundesligator. Also das hat er mir vorgelegt gegen Wolfsburg damals und... ja, ob das dann letztendlich das war, was mich richtig weitergebracht hat, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall so, dann hast du erstmal dein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Und das steht da erstmal. Und das ist natürlich schon mal was richtig, richtig Gutes. In welchen Punkten hat er dir denn weitergeholfen in deiner Entwicklung? Wie ich das gerade schon gesagt habe, ist Pizza auch einer, der kommt in die Kabine mit einem Lächeln und steckt dich somit auch so ein bisschen damit an, dass du einfach fröhlich wirst, Spaß hast so ein bisschen und ja, Pizza ist halt auch einer, der auf den Fußballplatz geht und einfach Spaß an dem Spiel hat. Dann würde ich sagen, dritte und letzte Challenge. Jetzt geht's um alles. Doppelte ja, Punkte. Doppelte Punkte. Jo. Ja, richtig Spaß macht das nicht, wahrscheinlich, zumindest Schirmer nicht, denn es geht um Pfosten- und Lattentreffer. Aluminiumtreffer, die Pechvögel Top 20. Der Bundesliga-Saison 18-19. Das Problem ist, ich hab's. Er hat sich vorher vorbereitet hier. Das Problem ist tatsächlich, ja, ich habe mir mal alle Bundesliga-Statistiken, die man da auf der Homepage findet, angeschaut und ich habe da mal durchgeklickt. Ja. Aber ich bin verdammt schlecht im Namen merken und ich habe, glaube ich, 95% dieser Liste wieder vergessen. Ja, gut, ich habe 0%, also. Okay, Hanno Behrens. Ja. Hanno Behrens? Ja. Also wer die Latte oder den Pfosten am meisten getroffen hat, richtig? Hanno Behrens 4 Treffer. Ja, und es wird auch nicht mehr deutlich mehr. Ne? Echt jetzt? Noch einer mehr. Ja. Von Werder? Nee, okay, Waldschmidt? Oh, ich glaube nicht. Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das erste X. Ja, okay. Das ist das erste X. Okay, Lewandowski. Boah!
Lewandowski. Ja. Lewandowski, stimmt, okay. Ja. So, schöner neuer Stuhl. So. Scheiße. Kennst du persönlich? Ja, guck. Wer, Maxi? Maxi, ja. Ich würde sagen Paco Alcácer. Also ich kann mich zum Beispiel... Hat er nicht mal einen Freistoß auch an den Pfosten gezimmert oder so? Ist aber nicht dabei. Ist aber nicht dabei? Oh Mann, okay. 1-1 mit X. So. Marco Reus. Ist dabei. Ja. 4 Treffer. Belfodil. Die Nummer 1. Genau. Die Nummer 1, boom. Stimmt. Ja, stimmt. Timo Werner. Ist dabei. Ja. Thomas Müller. Ist dabei. Puh. Das war aber auch nur Glück. Ja. Rebic. Nee, ich würde. Die haben halt alle getroffen. Die haben alle gut getroffen. Ne? Okay, das heißt, du hast 2. 2, ja. Ich habe einen bis jetzt, okay. Kannst du ruhig falsch machen. Dann gehe ich Risiko und sage Haller. Nein! Wie gesagt, die haben getroffen. Echt? Alle drei? Boah. Okay, so, Entscheidung. Jetzt muss ich es richtig machen. Burgstaller. Nee. Schade, ich dachte, das hätte er vielleicht. Ah, nee. Okay, dann. Am Ende 3-0. Glückwunsch. So, aber jetzt habe ich trotzdem noch ein paar Fragen, auch wenn mein Stuhl irgendwie jetzt ein bisschen lediert aussieht. Es ist ja mittlerweile bei Jungprofis so, dass ein Hype immer mal wieder ausbricht. Jetzt wahrscheinlich bei dir auch, bei Werder Bremen. Wie geht man mit so einem Hype um? Ja, ich glaube, es hilft einfach, wenn du Leute um dich herum hast, die dir immer wieder klar machen, gerade in meinem Alter, dass du eigentlich noch recht wenig erreicht hast. Wer war das in diesem Fall bei dir? Bei mir waren es oft meine Eltern. Ja, oder allgemein meine Familie. Und ja, grundsätzlich wurde ich auch so ein bisschen so erzogen, also Bodenständigkeit. So, und zum Abschluss noch eine aktuelle Frage. Neue Saison startet bei Werder. Wie sieht's aus? Was sind die Ziele? Ja, meine persönlichen sind es einfach an die letzte Saison anzuknüpfen. Ja, ich habe einige Einsätze sammeln können, einige von Anfang an, auch mal wieder von der Bank Tore gemacht, auch die ein oder andere Vorlage. Und ich glaube, wenn ich daran anknüpfe, vielleicht den einen oder anderen Wert noch um ein bisschen was verbessere, dann glaube ich, kann ich von einer echt gelungenen Saison sprechen. Perfekt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück. So, Leute, das erste Video, das seht ihr auf dem Kanal von Werder Bremen, die erste Challenge. Schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Da ist übrigens auch der Stuhl gebrochen. Also, bis zum nächsten Mal. Wünschen wir euch alles Gute. Danke dir. Ja, sehr gerne. Und ciao. Ciao.